Freundschaft ist, glaube ich, mit das Wichtigste, wahrscheinlich eines jeden im Leben. Ich habe einen ziemlich großen Freundeskreis. Ich wohne jetzt hier in München und da habe ich viele Freunde. Aber dann habe ich noch meine langen, besten Freunde wahrscheinlich in Köln. Und dann kenne ich auch noch viele aus dem Urlaub. Und also das sind schon dann auch teilweise so mehr oder weniger wie meine Familie, so Brüder quasi. Ja. Also ich war, glaube ich, nie so sonderlich schüchtern. Ich musste jetzt nie irgendwem was beweisen. Vielleicht dann, wenn dann mir mal selber irgendwie, weil ich irgendwas erreichen wollte oder gewinnen wollte oder weiß ich nicht, weil ich ein bisschen ehrgeizig bin. Aber nee, sonst eigentlich nicht. Nee, ich war es leider nicht. Ich habe das, als ich das synchronisiert habe, weiß ich noch, ah ja, da wird gesungen, cool. Ja, das mache ich dann wahrscheinlich irgendwann nochmal extra. Ja, haben sie mir nicht zugetraut anscheinend. Schade. Ich bin's nicht. Ich weiß, dass meine Eltern mir immer früher ganz viel vorgelesen haben. Ich kann mich gerade an eins Spezielles erinnern, wo die wilden Kerle wohnen. Das habe ich irgendwann mal vorgelesen bekommen. Und aber ganz viel eigentlich, aber leider kann ich mich nicht so erinnern. Aber Cartoons habe ich oder Zeichentrick habe ich früher auch wahnsinnig viel geguckt. Also wenn ich alles Disney-mäßig, rauf und runter, Mickey Mouse und sonst was. Oder irgendwelche Samstagsmorgens-Cartoons, das weiß ich auch noch, war immer sehr schön eigentlich. Mir macht beides unheimlich Spaß beim Synchronisieren. Es ist halt so, dass ich nur meine Stimme habe, um etwas auszudrücken oder einem Charakter ein Leben zu geben, und muss anders als beim Film schauspielen auf meinen Körper oder mein Gesicht halt verzichten. Aber das ist auch vielleicht ein bisschen anders, aber schult auch bestimmt oder macht auch mindestens genauso Spaß. Also ich finde es echt cool.